Das hässlichste Andenken an die Stadt der Reichsparteitage ist in Nürnberg wieder zum kommunalpolitischen Zankapfel geworden. Der Torso der Kongresshalle. Der für die nebenan stationierten amerikanischen Militärflieger ein willkommener Navigationspunkt, sonst aber zu wenig Nütze ist. Aus der Luft erkennt man erst richtig die Ausmaße dieses Kolosses, der nun Nürnbergs derzeit allerdings etwas lädierten Ruf als Fußballstadt für die Ewigkeit zementieren soll. Eigentlich war er dazu bestimmt gewesen, jenen anderen ominösen Titel dieser Stadt zu verherrlichen, an den man in Nürnberg verständlicherweise nicht mehr gerne denkt. Diese Modellaufnahmen zeigen die Kongresshalle als zentralen Versammlungsort des sogenannten Reichsparteitaggeländes. Und so blieb es uns erhalten. Ein trauriges Mausoleum gescheiterter Ideen. Schon vor langer Zeit hatte die Stadt den Einbau eines Fußballstadions in zwei Rängen erwogen. Es blieb beim Entwurf. Dann wurde der erste FCN im Vorjahr deutscher Fußballmeister. Oberbürgermeister Urschlechter verhieß im allgemeinen Siegesrausch, es wird gebaut. Der Schöpfer des Berliner Olympiastadions, Professor March, fertigte diesen neuen recht überzeugenden Entwurf. Und nun, als die Sache greifbar wurde, kriegte man kalte Füße. So sagte uns auf der Höhe des umstrittenen Baues Stadtrat Heinz Schmeissner, Nürnbergs Baureferent. Steht ja zum damaligen Baustandard und Bauindex einen Wert von 80 Millionen. Darstellt, nach heutigen Baupreisen bestimmt mit 2,5 zu multiplizieren, bedeutet also rund 200 Millionen Wert der Bausubstanz, wie sie vorhanden ist. Es ist ja vielleicht noch zu sagen, Torso ist ein falscher Begriff für dieses unglückselige Gebilde hier, denn unter Torso versteht man eigentlich den Restteil eines Schönen. In Wirklichkeit ist aber hier diese furchtbare Kongresshalle ja ein Fragment, ein nie fertig gewordenes Baugebilde und ich muss schon sagen, es ist eines der übelsten Erbstücke, die wir zu übernehmen hatten. Wir haben im März dieses Jahres vom Stadtrat einen Plenarbeschluss bekommen, wonach Herr Professor March, der bekannte Stadionspezialist, hier das Projekt weiter ausarbeiten soll und vor allem die Kosten berechnen soll, was nun der Einbau eines großen Fußballstadions letzten Endes kosten würde. Es wurde ja schon seit etwa 6 Jahren an diesem Projekt herumgearbeitet, aber ohne eine genauere Kostenangabe wird sich der Stadtrat natürlich nicht entschließen können, diese gewaltige Aufgabe überhaupt in Angriff zu nehmen. Wir laborieren zurzeit noch an Größenordnungen von etwa 25 bis 30 Millionen, aber ich darf wiederholen, um hier exakt das Fundament für einen Beschluss zu bekommen, muss jetzt durchgeplant und durchgerechnet werden. Die Kapazität dieses reinen Fußballstadions, denn es kann ja nur ein Fußballstadion hier eingebaut werden, wurde von Professor March nun mit etwa 70.000 festgestellt. Dabei das eine Plus, dass hier in der Relation 38.000 Sitzplätze und 32.000 Stehplätze gearbeitet werden kann. Also ein Verhältnis von Sitz zu Stehplätzen, wie es im Allgemeinen nicht vorhanden ist. Nun, vorerst sind im Stadtrat die Meinungen ebenso geteilt wie unter den Bürgern, die doch so fußballfreudig sind, dass sie sogar in der Mittagspause dem runden Leder nachlaufen. Im Großen und Ganzen können wir schon ans Braun, weil in Nürnberg ist ja kein einziges gescheites Stadion da für den Club. Gegenüber anderen Städten, die haben schon wesentlich mehr auf dem Gebiet geleistet. Der Club ist da einer der größten Vereine in Deutschland. Ja? Und da muss doch der Club wenigstens ein Stadion haben, damit er repräsentieren kann, vor allem für Nürnberg. Ja, da bin ich natürlich dafür, dass das Stadion ausgebaut wird. Es wäre wünschenswert, dass Nürnberg ein Großstadion erhält, aber die finanziellen Verhältnisse, die Lage zum Ausbau des Stadions nach den angeblichen Zahlungsmitteilungen soll über 30 Millionen Mark kosten, sehe ich nicht ein. Und es wäre wünschenswert, dass dieser Betrag für sozialen Wohnungsbau und Straßenausbau der Stadt Nürnberg herangezogen würde. Ja, ich bin alter Nürnberger Fußballhänger von Jugend auf. Aber das Stadion wäre eine sehr schöne Sache für uns. Aber wenn man bedenkt, was die Sache kostet, dann ist es wohl in der heutigen Zeit doch zu viel Geld. Das waren die Männer. Die Frauen, die wir auf die Frage Stadion oder nicht ansprachen, schüttelten den Kopf. Sie wussten gar nichts davon. Auf die Erklärung der Situation sagten sie: Es sind Wohnungen, aber auch ausgescheitert. Genau. Danke schön. Und da ist noch etwas. Gleich neben dem Torso ist die neue Konzerthalle im Entstehen, auch ein 30-Millionen-Bau.
Kann sich aber eine Stadt zwei solche kostspieligen Projekte auf einmal leisten? Das ist eine heikle Frage.